hallo, ich bin der Flo von Focus E-Bike und ich freue mich heute riesig, euch von der IAA 2021 in München zu begrüßen, natürlich von unserem Focus E-Bike Stand. Hier sind die Mobilitätstrends der Zukunft ausgestellt und natürlich auch ganz viele E-Bikes und deswegen freue ich mich heute, euch Bulls, den Stand von Bulls zu zeigen von der ZTG. Da geht's einfach da lang, folgt mir einfach, wir schauen uns mal an, was das Jahr 2022 so bringt. Ah, hi. Grüß dich. Servus, hi. Ich bin der Flo von Focus E-Bike. Michael, grüß dich. Boah, jetzt habe ich gesehen, der Bullstand, das ist ja Wahnsinn, was Sie hier zu bieten haben. Danke, ja, wir haben einiges mitgebracht. Sehr cool. Was erwartet uns denn von Bulls so gerade auf dem E-Bike-Markt im Jahr 2022? Ja, einiges. Als sportliche Marke innerhalb der ZTG haben wir natürlich sehr viel E-Mountainbike dabei. Da kann ich dir gerne mal was zeigen. Wir stehen sogar vor einem meiner Highlights dieses Jahr, dem E-Stream Evo AM3. Soll ich dir mal ein bisschen was dazu erzählen? Sehr gerne, das sieht ja richtig cool aus. Also wir haben hier ein Aluminium Full Suspension E-Mountainbike. 150 mm Federweg an Front und Heck, rollt auf 29 Zoll Laufrädern. Angetrieben wird es von einem Brose S-Mag Motor, der aber noch den Zusatz Fit hat. Und da passiert eigentlich die ganze Magie. Dieses Fit beinhaltet die ganze Peripherie um den Motor rum. Sprich Display, haben wir hier ein sehr kompaktes Display, was dennoch eine Farb-LCD-Funktion bietet. Aber die große Neuheit passiert im Akku, in diesem Fit-Kosmos. Wir haben drei Akkuoptionen, 555 Wattstunden, 740 Wattstunden und als ganz dicke Überraschung 925 Wattstunden als größten Akku. Das heißt quasi, man könnte mit dem größten Akku problemlos einen Tag Sport treiben? Leicht, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr cool. Jetzt natürlich die spannende Frage, die alle interessiert. Wann kommt denn das Bike auf den Markt und wie viel wird es kosten? Also wann ist ja in der heutigen Zeit so eine Sache, aber ich würde mal sagen, Frühjahr 2022 werden wir diese Bikes sehen. Und wie viel wird das kosten, das Bike? Das beginnt bei 5.399 Euro. Ah, okay, das ist ja dann für Mountainbikes eigentlich eine Kategorie, wo man sagt, das ist noch bezahlbarer. Ja, also ja. Wie würde es dann bei Bulls ausschauen, wenn man sagt, man geht dann in die höherpreisigen Segmente? Haben wir natürlich auch. Da würden wir auch das Rahmenmaterial wechseln, von Aluminium zu Carbon. Können wir gerne hinschauen, zeige ich dir gerne. Ja, hier haben wir das Sonic Evo AMI Carbon 750. 750 steht für die Wattstunden, die der Akku besitzt, ist das neue Bosch Smart System. Und ich habe es ja schon gesagt, hier wechseln wir werden ein bisschen teurer, hier wechseln wir aber auch das Rahmenmaterial. Carbon Hauptrahmen, Aluminium Hinterbau. Draufklopft? Na klar. Ah, wow, das fühlt sich merkt man, glaube ich, sofort. Ja, ist gewichtstechnisch auch leichter, ja. Auch wieder 150 mm Federweg, etwas sportlicher, sieht man auch an dem Laufradmix. Also vorne großes Laufrad, 29 Zoll, hinten kleines Laufrad, 27,5. Neues Bosch Smart System, wie schon gesagt, 750 Wattstunden. Neues Display, sehr reduziert. Wer möchte, kann dennoch mit dem Kiox 300 erweitern. Und beim Rahmen sind wir eigentlich sehr stolz, dass wir so ein paar kleine Features noch mit eingebaut haben. Eines würde ich jetzt exemplarisch mal zeigen, und zwar die Monkey Link Rückleuchten, die jetzt hinten in den Sitzstreben integriert sind, sind in Kombination mit einem Rückstrahler sogar STVZO-konform. Ach lässig, das heißt, ich kann damit auch, obwohl es natürlich offensichtlich ein Sportgerät ist, dann theoretisch auch in der Stadt fahren? Theoretisch ja. Es fehlt natürlich noch Schutzblech, Gepäckträger etc. pp. Absolut. Eine Frage, bevor ich dann frage, wie es dann mit dem Schutzblech und so weiter ausgeht, da sind wir dann in der Kategorie SUV. Wie viel würde denn das Bike jetzt kosten? Wir haben gesagt, höherpreisiger Bereich. Das heißt, das Bike liegt jetzt bei? Ich meine, das ist ein Top-Spec, das ist wirklich nur vom Feinsten dran. Das liegt bei 8.699 Euro. Mhm. Und wird dann auch ab Frühjahr nächsten auch Jahres? Auch Frühjahr nächsten Jahres, ja. Ah, okay. Und jetzt eben, wir haben es ja schon angesprochen, eben auch mit den Monkey Link Rückleuchten. STVGO ist ja so ein Thema Mountainbikes in der Stadt. Und da hat sich ja die Fahrradbranche jetzt was einfallen lassen mit den SUV-Bikes. Genau, auch da haben wir was im Angebot, zeige ich dir gerne. Sehr gerne. Ja, hier das Bulls Iconic TR2 750. Aha. Auch wieder Bosch Smart System, großer 750 Wattstunden Akku. Und du hast angesprochen SUV-Kategorie. Also Mountainbike-Rahmen, Full Suspension, 120 mm vorne wie hinten. Aber um diesen Spagat zur Alltagstauglichkeit zu schaffen, ist es quasi voll ausgestattet. Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer, eine Lichtanlage, die vom großen Akku gespeist wird, alles mit an Bord. Zusätzlich natürlich eine Dropper-Post, die man vornehmlich vom klassischen Mountainbike kennt. Aber um wieder den Komfortgedanken reinzubekommen, einen verstellbaren Vorbau, wo man seine Sitzposition anpassen kann.
Das heißt quasi, man hat die Tracking-Vorteile, verstellbarer Vorteil. Ich habe auch das Vorbau, ich habe auch das Gefühl, dass quasi die Stange nicht so breit ist. Genau, ja, ist ein bisschen schmäler gehalten. Und genau, ich habe den Vorteil, dass ich natürlich die Alltagstauglichkeit habe, aber mit dem Komfort und der Traktion eines Full-Suspension-Bikes. Und wann würde jetzt das SUV-Bike auf dem Markt erscheinen? Das muss man auch irgendwo im Jahr 2022 sehen. Preislich wirst du mit Sicherheit auch wissen wollen, 5.399 €. Das heißt, wir sind da wieder in der gleichen Preiskategorie genau. Wie beim Mountainbike, genau. Nur dass wir hier eben den Vorteil haben von Stadttauglichkeit. Richtig. Ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für die Führung durch eben das Bulls-Sortiment. Das Gerne. Ist wirklich cool hier. Dann bedanke ich mich und ja, man sieht sich bestimmt. Man sieht sich. Dann ciao, servus, ciao. Ja, das war mein Besuch hier bei Bulls und es ist wirklich toll zu sehen, was für spannende Sportgeräte besonders im MTB- und SUV-Bereich auf uns warten im Jahr 2022 auf dem E-Bike-Markt. Wie gesagt, ich hatte wahnsinnig viel Spaß und bin jetzt natürlich noch gespannt, was die IAA 2021 in München zu bieten hat oder noch mehr zu bieten hat. Wenn euch das auch interessiert, klickt doch einfach mal hier. Hier haben wir noch weitere attraktive Videos für euch.